Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich mal was ausprobieren, denn in der letzten Zeit habe ich ein bisschen mehr mit Massivholz gemacht und da ist eine Sache angefallen und zwar nicht gerade wenig und zwar sind das Resthölzer. Ja genau, das heute wird ein Restholzprojekt, denn ich werde mal zeigen bzw. ich werde mal ausprobieren, wie gut man da auf eine einfache Art und Weise noch was draus machen kann. Außerdem gibt es später im Video noch eine kleine Ankündigung, denn wir können uns treffen. Da werde ich ja sagen, wie das Ganze und wo das Ganze stattfinden wird. Aber als erstes zeige ich dir mal das Problem. Hier seht ihr mal so eine kleine Ausbeute an Holz oder an Resthölzern, was sich die letzten Wochen so angesammelt hat. Speziell hier bei diesem Haufen wäre es natürlich super ärgerlich, alles klein zu schneiden, denn das hier ist größtenteils Walnuss. Sehr, sehr schönes Holz. Da will ich auf jeden Fall schauen, dass ich so viel wie möglich noch draus machen kann. Dort findet ihr dann auch noch so ein paar Resthölzer. Da muss ich aber doch noch mal ein bisschen aussortieren, denn manche Stücke sind einfach schon sehr kurz. Natürlich will ich auch auf Nummer sicher gehen, dass mir nichts bei der Hobelmaschine entgegenkommt. Deswegen werde ich hier auch ein bisschen aufpassen. Das Restholzprojekt heute bietet sich auf jeden Fall an, weil ich halt eben jetzt eine große Menge an Resthölzern habe. Die wollen jetzt erstmal alle auf Länge geschnitten werden. Danach müssen sie abgerichtet werden und danach können wir sie mal hobeln. Ich will die Spannung im Video noch so ein bisschen erhalten, deswegen werde ich dir mal noch nicht sagen, was ich draus machen werde. Und ich werde dir am Schluss zeigen, wie viele Projekte ich aus diesem ganzen Restholz jetzt im Endeffekt auch bekommen habe. Also ganz am Schluss werde ich das auflösen. Und jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt sind wir an einem sehr, sehr interessanten Punkt angekommen. Und zwar haben wir jetzt die ganzen Streifen, die wir gleich noch weiterverarbeiten können, zurechtgeschnitten. Da ist natürlich auch wieder so ein bisschen Restmaterial angefallen. Und das ist jetzt wirklich das Holz, was keine Verwendung mehr finden wird, außer klein geschnitten zu werden und dann irgendwie verbrannt zu werden. Das hier sind jetzt die ganzen Stücke, die wirklich nicht mehr weiterverarbeitet werden. Hier seht ihr, habe ich noch versucht, einen Schnitt zu machen, aber da habe ich auch gesehen, dass es komplett außer Winkel war. Hier ist wirklich nichts mehr dran. Hier ist jetzt noch ein Stückchen, das sieht eigentlich noch okay aus, aber hier haben halt auch einen riesigen Riss drin und teilweise halt auch wirklich eine gute eine Seite, auf der Oberseite und auf der Unterseite ist es halt wirklich, es ist halt Brennholz, ne? Also irgendwann ist auch gut und das ist in dem Fall so Holz. Natürlich kann man auch hier bis zum Unermesslichen weitermachen und kann sagen, okay, ich habe jetzt noch hier diese eine Leiste, die kann ich jetzt noch einmal separat hobeln und kann die auch noch mal zusammenleimen. Aber da finde ich, ist man irgendwann an einem Punkt angekommen, dass es auch einfach keinen Spaß mehr macht und dann am Schluss für 30 Cent Holz oder was das hier auch vielleicht ist, sich wirklich extrem viel Arbeit macht. So wie ich es jetzt gemacht habe, vollkommen okay. Man kann viele Stücke mit der gleichen Zustellung, zum Beispiel beim dicken Hobel, zurechthobeln und kann die dann zu Streifen schneiden. Aber irgendwann finde ich halt auch einfach, dass die Qualität von unserem Endprodukt, was wir auch hier im Prinzip herstellen, so ein bisschen drunter leidet. Es macht gar keine Laune mehr, finde ich, wenn man wirklich mit solchen Hölzchen anfängt. Und deswegen ist halt auch irgendwie ab so einem gewissen Maß Schluss für mich. By the way, dieses Stück hier war eigentlich einfach nicht mehr dick genug. Das war jetzt hier der einzige Grund, warum ich das hier auch nicht mehr benutze. Und jetzt zeige ich euch mal, was aus dem ganzen Restholzstapel an brauchbarem Material bei rumgekommen ist. Das hier sind unsere ganzen Leisten. Ich habe die jetzt alle auf 15 mm geschnitten. Die sollen im Endmaß circa 1 cm haben, plus minus wahrscheinlich ein bisschen. Weil manche Stücke waren auch nicht ganz rechtwinklig, da habe ich dann einfach ein bisschen mehr Futter gelassen. Aber das hier sind jetzt die ganzen Stäbchen,
die wir zugeschnitten haben. Vielleicht noch gerade hier ein paar kurze Worte zu der Technik, die ich hier angewandt habe. Grundsätzlich haben unsere Anfangsstücke dann etwa so ausgesehen. Ich habe zuallererst die erste Seite abgerichtet, dass die halt eben plan ist, damit das Brett auch eben später gerade ist und sich nicht irgendwie verzieht oder. Und dann habe ich es auf dicke gehobelt. Danach konnte ich hier dieses Stück auf 15 mm Streifen schneiden und wenn ich die ganzen Streifen, so wie sie halt eben hier auf meinem Stapel liegen, rumlege, habe ich überall eine plane, gerade und gehobelte Oberfläche, die man auch gut verleimen kann. Denn einen sägerauen Schnitt kann man zwar gut verleimen, aber die Fuge wird man später viel zu deutlich sehen. Deswegen ist das so die Technik, die ich ganz gut finde, mit der man auch gut vorankommt. Welches Werkzeug ist auch heute wieder mit am wichtigsten? Ganz genau, meine Rohrschraubzwinge. Ich benutze, wann immer ich die Rohrschraubzwinge mittlerweile benutze, immer eine Unterlage. Dann kann der Holzlamm hier drauf tropfen. Da habe ich nicht die ganzen Leimtropfer auf der Werkbank. Das hier sind ja 3/4 Zoll Wasserrohre. Der schöne Nebeneffekt ist halt einfach, dass er den Holzleim, der sich vielleicht mal hier drauf absetzen tut, ganz einfach abschaben könnt. Dadurch, dass ihr hier nicht diese Riffelung habt wie bei normalen Schraubzwingen, hält der Leim einfach nicht so gut auf den Rohren. Ich nehme mir jetzt einfach solche Brettchen und verteile die mal auf den Rohrschraubzwingen und kann so dann so ein bisschen das Bild von dem späteren Brett erzeugen. Als nächstes kann ich alle Brettchen aufstellen und Holzleim aufgeben. Dadurch, dass die Brettchen hier auch wirklich so schmal sind, brauche ich den Holzleim auch nicht verteilen, denn durch den Anpressdruck verteilt sich das von ganz alleine. Wenn ihr diese Bretter jetzt wegstellt, müsst ihr extrem gut aufpassen, damit euch das ganze Brett nicht auseinanderfliegt. Denn, weil das so viele einzelne Bretter sind, kann es halt eben sein, dass die nach oben wegfliegen. Aber einfach ein bisschen aufpassen, da passiert ja normal nichts. Unsere Brettchen sind jetzt fertig verleimt, sind sie nicht schön geworden. Ich bin auch echt ganz zufrieden, was die Qualität bis jetzt angeht. Die werde ich jetzt einmal in der Mitte auftrennen und dann kann ich sie wieder zurechthobeln und zurechtschneiden. Das ist bis jetzt unser Stapel, den wir zu Brettchen geschnitten haben. Wenn ihr keine Klemmbretter machen möchtet, hättet ihr da jetzt schon schöne Frühstücksbrettchen. Die müsst ihr da nur noch ein bisschen schleifen und dann wären die auch schon fertig. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn hier kommen jetzt noch ein paar Feinheiten ran, damit sie auch einfach ein bisschen schicker sind. Dafür gehen wir zum Frästisch. Wir stehen ja schon vor dem Frästisch, denn vielleicht weiß es ja der ein oder andere nicht. Das hier ist eigentlich ein Frästisch. Wir benutzen zwar in etwa nur 3-mal im Jahr, aber heute ist das 2. Mal.
für 2021. Ich habe hier einen richtig guten Bündigfräser drin eingespannt, denn den werden wir benutzen, um hier an dieser Schablone vorbeizufahren. Das Video ist schon super, super alt, also dieses Projekt. Ich verlinke es ja mal oben rechts im Eck, das ist noch in meiner alten Werkstatt gewesen. Aber diese Vorlagen hier werde ich jetzt benutzen, um alle Brettchen abzurunden. Und danach werde ich sie alle am Tellerschleifer ein bisschen schleifen. Es gibt hier nur eine Kleinigkeit, die ihr beachten solltet, wenn ihr das Ganze jetzt fräst. Schaut am besten darauf, dass ihr immer gegen stehende Ringe fräst, die hinten dran Rückhalt haben. Das bedeutet, hier ist das überhaupt kein Problem. Wenn wir das aber hier machen würden, würde hier das Walnuss sehr wahrscheinlich ausreißen, weil das hier hinten halt nicht gestützt wird. Dreht das dann einfach rum, dann könnt ihr die Seite bearbeiten und ihr habt weniger Schleifarbeit später zu erledigen. So, ich stelle mal das jetzt auf der passenden Höhe ein. Also der fräst sich hier, der ist auch echt nicht gut, wenn man sich das anschaut. Dann haben wir hier richtig viel Spiel. Hier, das sieht man ganz gut. War damals so ein Versuch, muss aber irgendwann auch mal abgeändert werden. Fertig geschliffen haben wir jetzt alles. Jetzt können wir das Ganze bohren. Dafür habe ich mir hier diese kleine Vorrichtung gebaut. Da kann ich einfach das Brettchen nach links und nach rechts schieben, einmal drehen und das gleiche nochmal. Und dann habe ich direkt den passenden Abstand später für meine Bausätze festzuschrauben. Wie immer kommt jetzt am Schluss der schönste Moment, und zwar kommt jetzt gleich die Farbe von den ganzen verschiedenen schönen Hölzern zur Geltung, und dafür benutze ich mein eigenes Finish. Das verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zu den Bausätzen. Die müssen wir einfach nur noch festschrauben. Findet ihr übrigens auch auf meiner Webseite. Wir haben jetzt hier ganz, ganz viele tolle Klemmbretter. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie ich die benutze und warum die so klein sind. Auf jeden Fall, es ist ein bisschen ironisch, denn ich habe jetzt nicht genügend Klemmbrettklemmen hier. Die kommen jetzt die Tage an, die wurden von meinem Versandteam jetzt zu mir geschickt, denn die liegen ja nicht hier in meiner Werkstatt, wenn die zu euch nach Hause verschickt werden. Die liegen in Mönchengladbach, dort ist mein Versender. Gibt es auch übrigens ein eigenes Video, wo ich die mal besucht habe. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie es so hinter den Videos, gerade was die Logistik angeht, wie das funktioniert, verlinke ich dir oben rechts das Video im Eck. Diese hier muss ich jetzt noch fertig machen, aber ich zeige dir jetzt mal im Detail, wie ich diese Klemmbretter so benutze. Normale Klemmbretter kennt ihr ja bestimmt auch. Die haben meistens die Größe DIN A4, das heißt, ihr könnt normales Druckerpapier zum Beispiel reinpacken. Die hier sind halb so groß. Das bedeutet, ihr könnt DIN A5 Blätter reinmachen. Und ich habe es in der Vergangenheit mal so gemacht, wenn ich die hier benutzt habe, dass ich mir einfach, Moment,
Also in der Vergangenheit habe ich mir immer ein DIN A4 Blatt genommen, habe das Ganze dann gefaltet. Dann haben wir ein DIN A5 Blatt. Und das kann ich dann ganz einfach hier drin einklemmen. Durch die beiden Klemmen ist das auch wirklich sehr, sehr schön stabil hier drin gehalten. Und ihr könnt das hier quasi sowas wie ein endloses Buch benutzen und könnt hier immer eure ganzen Notizen drauf machen. Plus habt ihr halt hier einfach den Vorteil, dass ihr hier was zum Blättern habt. Ich kann euch noch was zeigen. Das hier ist nämlich das ganz Originale von damals, als ich es noch in meiner alten Werkstatt gebaut habe. Das Schöne an diesen Klemmbrettklemmen ist halt eben einfach, dass die mit der Zeit so ein bisschen an euch individualisiert werden. Denn wenn ihr damit richtig mitarbeitet und es euch mal hinfällt, dann bekommt das so richtig Charme. Hier ist halt teilweise noch so ein bisschen Staub und einfach, als ich dreckige Hände hatte, zum Beispiel in der alten Werkstatt, das ist halt hier auch so ein bisschen drauf. Und das finde ich halt eben so schön, denn dann bekommt er so eine richtig schöne Patina. Und ihr seht's, das habe ich hier damals noch draufgeschrieben. Ja, das war tatsächlich, als ich damals noch bei meinem Versender war, da habe ich das hier benutzt, um die Inventarliste zu führen. Hier noch eine kleine Checkliste. Also ihr könnt es halt eben wie so ein kleines Notizbuch benutzen und ihr habt halt das normale Druckerpapier, hat man ja in den meisten Fällen immer zu Hause. Und da könnt ihr das Ganze immer aufstocken, wenn es halt eben voll ist. Und wenn ihr halt wieder frisches Papier braucht, braucht ihr keinen richtigen Block. Ihr könnt Druckerpapier benutzen. Und das ist halt eben super praktisch. Also, wir erinnern uns, ich hatte ganz, ganz viel Restholz. Das habe ich so ein bisschen geschnitten, so ein bisschen gehobelt, so ein bisschen verleimt. In Anführungszeichen, es war natürlich relativ viel Arbeit. Aber jetzt haben wir hier diese wunderschönen Klemmbrettklemmen. Und wenn immer jemand euch fragt, aus welchem Holz das ist, könnt ihr sagen, ja, daraus habe ich einen Tisch gebaut. Und das sind die ganzen Schwartenstücke, die habe ich in mühevoller Einzelarbeit wieder zusammengeleimt, damit das Ganze halt eben nicht verbrannt wird oder weggeworfen wird. Also ist es quasi so ein bisschen wie so ein Recycling-Projekt. Und ja, wir haben jetzt hier relativ viele Klemmbretter. Weil es ist ja auch sowieso bald Weihnachten, deswegen passt das hier ganz gut. Da können auf jeden Fall viele, viele Leute beschenken. Und ja, also das Projekt hier, das war echt cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so viel an brauchbarem Zeug noch rausbekommen habe oder hätte bekommen haben Kette. Ich habe euch am Anfang vom Video noch gesagt, dass es eine kleine Ankündigung gibt und die werde ich jetzt kurz verkünden. Und zwar können wir uns treffen, wenn du Bock hast. Dieses Jahr findet ja zum Glück wieder der Weihnachtsmarkt statt. Ich hoffe es mal, dass er stattfindet. Also er findet jetzt zum heutigen Zeitpunkt ungefähr in 2 Wochen statt. Ich hoffe, dass er nicht abgesagt wird. Das wäre super, super ärgerlich. Letztes Jahr ist das Ganze ja schon in die Hose gegangen. Aber ich hoffe, dass das Ganze dieses Jahr stattfindet. Also wenn du Lust hast, kannst du gerne vorbeikommen. Wo findet das Ganze statt? Das Ganze findet im Saarland, in Saarbrücken statt, am Deutsch-Französischen Garten. Da ist so ein Tümpel, da ist so ein kleiner See, so ein kleiner Weiher. Und da habe ich mit dem Kollegen, mit dem verrückten Jonas, einen Stand. Ich werde auch vor Ort ein bisschen drechseln. Das heißt, wenn du irgendeine Frage zum Drechseln hast oder wenn du einfach so ein bisschen Fachsimp oder wenn du mit mir so ein bisschen quatschen willst, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du vorbeikommst. Vor 2 Jahren sind auch schon ein paar Leute vorbeigekommen. Das war so cool, sich mal mit euch wirklich unterhalten zu können vor Ort. Also wenn du Interesse hast, schau mal in die Videobeschreibung. Dort werde ich auch nochmal alles reinschreiben. Falls es auch irgendwelche Vorabinformationen gibt für dich, da werde ich die auch unten reinschreiben. Wie gesagt, das ist ein schöner Weihnachtsmarkt. Ja, wäre super cool, wenn du vorbeikommen würdest. Schau mal in die Videobeschreibung, dort werde ich dir irgendwie eine Adresse reinpacken oder einen Link von irgendwas. Da gibt es, glaube ich, bestimmte Links zur Website. Wenn du dir jetzt noch ein Video anschauen willst, dann würde ich dir mal das obere Video verlinken. Wenn du dir eine Maschine anschauen willst, da hast du das vielleicht im Hintergrund schon irgendwo gesehen. Da habe ich ein Regal gebaut mit so einer pneumatisch betriebenen Maschine. Dann verlinke ich dir das untere Video. Du kannst hier mal draufklicken, wenn du willst. Yes, das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.